Und wir kaufen wieder Primator-Raketen bzw. lassen bauen. Und hoffen, dass das Spiel nicht abstürzt. Speichern so schnell wie es geht. Und was ich gleich mal machen werde, wenn die Episode zu Ende ist. Ich habe da schon seit Ewigkeiten hier mit dem Alien-Basenstützpunkt gemacht, wie man den angreift. Dann werde ich nachher offscreen mal den Alien-Stützpunkt da unten mal angreifen. Weil ich weiß echt nicht mehr, wie das funktioniert. Okay, ich habe das Spiel das 98. Oh, Sensorsonden, gut. Gespielt. So, ich mache jetzt mal noch eine andere Taktik. Ich schicke jetzt mal einfach Sensorsonden zwischen den Planetensystemen. Sonde gestartet. Das kann man nämlich auch machen. Sonde gestartet. Weil die Sonde Stationen, die parken ja auch nie im System, sondern irgendwo immer drumrum. Ober Gerrit Aldebaran. Sensorsonde. Hickok. Gerrit. Dann. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Gut, Primator. Da sehe ich nichts von einer Basis. Bis jetzt noch nicht zumindest. Alles klar, gut angekommen. Okay, wieder 10 Sensorsonden. Ah! Gut, sehr gut. Okay, also dann wollen wir mal. Wir kriegen jetzt Infos über die Tritan-Konstruktion. Trititan. Ich lese mal. Obwohl der Rumpf der Alien-Raumschiffe auf den ersten Blick organisch erscheint, ist er tatsächlich ein Verbundstoff aus Titan und anderen Alien-Materialien mit einer dichten Molekularstruktur. Das Ergebnis ist ein äußerst starkes, massiges Material, das hervorragend zum Raumschiffbau geeignet ist. Die Entdeckung und Analyse dieses Alien-Materials führte zur Entwicklung eines schlagkräftigen Abfangjägers, des S2 Firestars, und dürfte auch die Entwicklung effektiver Panzerungsmaterialien für Raumschiffe führen. Aha. Können wir jetzt schon den neuen Jäger runterladen? Oder wie, oder was? Wie gesagt, das ist ein bisschen her, wo ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe, deswegen... Nee, bisher noch nicht. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann laden wir jetzt hier mal den Raumschiff Typ 2 runter, würde ich jetzt mal sagen. Oder müssen wir noch irgendwas machen? Na komm, Tritan-Panzerung. Und Base 3 darf auch jetzt wieder was runterladen. Phasenkanone. Wird schon runtergeladen. Parallax-Torpedo. Panzerung, brauchen wir eine neue? Fusionsrakete, habe ich ja gesagt, wollte ich ja noch machen. Sicher? Alien-Raumschiff aufgestürzt. Mittleres Alien, ja, wir müssen die Basis gleich stürmen. New Hope darf sich schon mal warm fliegen und sich auf die Basis vorbereiten. Abfangeinsatz gestartet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wir sind im Hinterhalt geraten. Nee, immer noch nicht. Dieses Tarnschiff will noch nicht kommen. Alles klar, die Maus. Aus die Maus. Aus Formation aufbrechen. Oh, auf geht's.
Ich hasse es, wenn einfach so der Illyrium-Torpedo oder was immer da ist. Ans Ziel anpassen. Schönen Gruß an Elvis, Schwein! Leute wie du zerstören den Ruf der Aliens! Klasse Schuss! Klasse-Impulskanone? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kommt schnell, ich brauche Hilfe! Mit welchem Schiff fliege ich mir durch die Gegend? Alles platt machen! Angriff abbrechen und zum Stützpunkt zurückkehren! Kraken 5. Habe ich gerade den falschen Stützpunkt ausgewählt? Ich habe mich gerade gewundert, warum ich plötzlich Pulskanon hätte. Erstmal Pulskanon habe. Phasenkanon. Sektoiden. Oh, da ist einer befördert worden. Herzlichen Glückwunsch. Ah, wir haben die Phasenkanone. Das ist geil. Die Phasenkanone ist eine Alienwaffe, die Impulspartikelstrahlen durch einen Emitterstrahl schickt, der automatisch die Frequenz und Phase des Strahlimpuls verändert. Dieser Emitterstrahl, der mit den passiven Sensoren des Schiffs verbunden ist, verändert den Charakter des Energiestrahls der Phasenkanone, sodass dieser sich den Schilden des Zielschiffs gegenüber dissonant verhält. Dissonant. Das Resultat ist ein Energiestrahl, der sich bei der Eliminierung des Zielschilds aktiv bewiesen hat. Ach, Dissonant soll wahrscheinlich heißen, er passt sich der Schildfrequenz an, würde ich jetzt bei Star Trek sagen. Jo, sowas wie die Borg, die konnten sich dann ja auch der Schildfrequenz anpassen. Und sich dann durch die Schilde der Enterprise beamen. Alles klar. Okay, alles klar. So, seht ihr, mit drei Basen kann man schon schneller... kann man gleichzeitig mehrere Sachen machen. So, was nehmen wir jetzt? Tritanpanzerung, Würth, Traktorstrahl. Psi-Blaster. Fahrerlangstorpedo. Ich weiß nicht, die Fusion wird. Was geht jetzt schnell? Mine, die müssten wir vielleicht gleich mal erforschen. Ich bin gerade überlegen, wie ihr merkt. Wir könnten auch den Parallax-Torpedo. Wir brauchen aber auch einen neuen Antrieb. Ich würde sagen, ich werde es wahrscheinlich so aufteilen. Eine Station wird einen Antrieb immer erforschen, eine Station die Panzerung und eine Station die Bewaffnung. Dann würde ich sagen, nehmen wir diesen Antrieb hier. So, und wir, beziehungsweise ich, mache jetzt für heute hier wieder Schluss. Und sage, es hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt, meine Gäste wart. Ich war euer Gastgeber Wehofner und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zu einer nächsten Episode von XCOM, lasst mal überlegen, nicht Enemy Unknown, nein, zu XCOM, jetzt wollte ich Terraform the Deep sagen, XCOM Interceptor wieder dabei sein werdet. Also, bis später. Ciao, ciao.